Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daydream Forgotten Sorrow. Ja, ich versuche noch eine zweite Folge aufzunehmen. Noch hält meine Stimme durch. Ich hoffe, das dauert noch etwas länger. Sollte ich zwischendurch mal kurz den Ton ausgeschaltet haben oder einen kleinen Cut gemacht haben, weil ich dumm rumgestanden habe, dann war das, weil ich einen Hustenanfall bekommen habe. Ich hoffe aber, dem wird nicht so sein. Ich habe mich hier auch extra mit Tee und Wasser ausgestattet, um dem ein wenig vorzubeugen. So, ich hoffe, das war's jetzt endlich mit dem Tal der Spinnen. Das hört sich aber irgendwie nicht gut an. Wenn Musik kommt, hast du meistens was Schlechtes. Und dass das so groß wird, ist auch nicht unbedingt was Gutes. Verstecken können wir uns nicht so gut. Okay, wir laufen mal einfach weiter. Ich hoffe, dass alles gut geht mit der Aufnahme, weil, wie gesagt, ich mache ja immer aus lizenzrechtlichen Gründen die Musik raus, damit man eben keine Probleme hat. Aber manche Spiele sind halt noch so rücklastig, dass sie es eben nicht ausschalten lassen. Wir haben das Plumpsklo gefunden. Das sieht mir nicht gut aus. Das sieht mir wieder sehr rätselhaft aus. Okay, da sind wir reingekommen, glaube ich, ne? Da haben wir ein riesen Zahnrad. Was können wir mit Teddy machen? Können wir nur herbeirufen? Da können wir auch nichts schieben oder so. Können wir Teddy da ranhängen? Moment. Teddy will nicht da dranhängen. Okay. Aber ich kann dranhängen. Okay, das ist doch schon mal. Tschüss, Teddy. Ich hab dich geköpft. wie komme ich da jetzt hoch? So. Da können wir raufklettern, aber nichts mitnehmen. Auch nicht schlecht. Ich glaube, Teddy will jetzt tatsächlich nicht mehr mitkommen. Teddy, alles gut? Ja, ich kann das nicht mehr hochheben, Teddy. Bist du jetzt hier verbuggt bis in alle Ewigkeit, oder was? Dein Ernst jetzt? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Ich muss da hoch. Das heißt, ich muss das Ding hier wahrscheinlich entweder zum Laufen kriegen oder da hochspringen, was wahrscheinlich nicht gehen wird. Nee, so hoch kann ich nicht springen. Das Fahrrad wird mir wahrscheinlich auch nicht dabei helfen. Da komme ich noch hoch, was mir aber nichts bringt, außer um ein bisschen besseren Übersicht hier zu behalten. Ja, das ist jetzt blöd, Teddy, was du da gemacht hast. Das ist jetzt richtig dumm gewesen. Ich gehe mal raus. Kann ich nicht. Oh, toll, wir können es nicht zurücksetzen. Ja, super. Ich würde sagen, dann mache ich mal Checkpoint neu starten. So, Teddy ist jetzt wieder befreit. Wir müssen wahrscheinlich wieder mal alles neu machen. Teddy, nicht in den Weg stellen. Okay? Nein, Teddy, nein, nein. Geh weg. Oh, ich dachte schon. So. Können wir jetzt Teddy, aber wir können den auch nicht da hoch werfen, oder? Nee. Hier können wir rauf. Komm mal mit Teddy. Ja, komm mal hoch. Oh, komm, du bist zwar ein alter Teddy, aber das schaffst du doch wohl noch. Nee, natürlich schafft er das Einfache nicht mehr. Okay. Wir können es auch nicht machen. Ich weiß auch nicht, warum das Ding da runterhängt. Ich dachte, das hat jetzt irgendeine Bewandtnis, aber ich muss irgendwie da hochkommen, damit ich Teddy hochwerfen kann wegen der Leiter. Können wir das Ding denn irgendwie schieben oder so? Nein. Oh. Ich hasse es, wenn die Leute mal da hochklettern müssen, obwohl sie irgendwas schieben sollen. Da kann man auch nichts schieben. Nee. Das bringt mir nicht wirklich was. Kann man den hier vielleicht schieben? Oder ziehen? Auch nicht.
Das ist toll, dass ich da hochkomme, aber es bringt mir auch nichts. Was ist mit dem Ding? Auch nicht. Wenn Teddy mal mitkommen würde. Oh, Teddy, komm mal einfach mal mit. Könnte ich ihn vielleicht hier hoch katapultieren? Teddy, bei Fuß. Ey, du kannst so hoch springen, dann kommst du nicht diesen Schemel hoch, oder was? Willst du mich veräppeln? Komm her. Ne, da hält er sich nicht fest. Keine Ahnung warum. Kann er auf das Stroh drauf? Mal gucken. Kriegt er auch wieder nicht hin. Teddy, was kannst du denn überhaupt? Ganz ehrlich. Das schafft er auch wieder nicht. Warum kriegt er das dann nicht hin da oben? Teddy? Kommst du mal raus aus dem Stroh hier? Hier wird sich nicht vergnügt. Teddy? Bei Fuß? Oh, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Nicht schon wieder ein Bug, bitte. Teddy, jetzt komm. Bei Fuß. Na komm. Hier hin. Los. Teddy. Da will man mal ein Spiel spielen und dieser saudumme Teddybär hängt wirklich überall fest. Das kann doch nicht sein. Ich guck mal eben, ob ich hier noch irgendwas bewegen kann, bevor ich jetzt hier mal wieder einen Neustart machen muss, weil der Teddybär am Rumbacken ist. Naja, aber hier kann ich auch nichts verschieben und nichts. Kann ich das irgendwie nehmen oder so? Nee, ne? Na, okay, das könnte ich vielleicht mit Teddy schieben. Aber Teddy will ja nicht. Ja, es tut mir leid, da muss ich nochmal einen Neustart machen. Entweder ist das eine echt blöde Stelle oder dieses Spiel mag mich heute nicht. So, dann versuchen wir es nochmal von vorne. Bitte diesmal, ohne dass es am Backen ist. So, Bärchen ist noch nicht da, das ist schon mal gut. So, wir haben ja schon probiert, ob wir die Sachen schieben können. Irgendwo, ach so, genau, das war das. Da habe ich gedacht, vielleicht können wir das schieben mit unseren Bären. Nein, nicht da drauf klettern. Komm, komm, komm. Schiebt er mit? Schiebt er mit? Ne, er will offenbar nicht schieben, er will nur oben rum. Okay, das heißt für mich, dass das nicht gehen wird. Ja, aber was? Oh! Hab ich mich jetzt gerade erschrocken? Okay, das Fahrrad können wir anscheinend schieben. Ich wollte es eigentlich irgendwie drehen oder hinfallen lassen oder sowas, aber das... Ach, das setzt das Ganze runter. Ist das euer Ernst? Wollt ihr mich hier eigentlich vergackeiern? Okay, Bärchen, komm mal zu mir. Mein lieber kleiner Teddybär, komm jetzt endlich nach oben, sodass ich dich da hochwerfen kann, dass du mir endlich mal helfen kannst hier. So, oh, dein Ernst hier... Das ist nicht dein Ernst. Bärchen, wir müssen mal miteinander reden. Über alles, was deine Kompetenz angeht. Achso, ich muss das wahrscheinlich wieder... Genau. Ich muss das erstmal drücken. So, wenn er mir mal aus dem Weg rausgehen würde, würde das auch funktionieren. Hier links können wir nichts machen. Ne? Das ist zu weit weg. Dann klettern wir mal hier hoch. Kommen wir da irgendwo nach links rüber? Mit Springen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, okay, aber es geht nach ganz oben. Da weiß ich nicht, ob wir dran springen können. Das kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit vor. Würde ich sagen, laufen wir erstmal nach... Oh, was ist das denn? Oh, was bist du denn? Was können wir mit dir machen?
Bumm. Jetzt haben wir dich weggeworfen. Scheiße. Das war doch garantiert irgendeine Errungenschaft. Ach so, Moment. Nein. Geh da ran. Geh da ran. Warum geht Mr. Bär nicht auf die Seite, wo ich ihn hin... wo ich hingezeigt habe? Na gut. Wahrscheinlich hätten wir jetzt... Scheiße. Oder? Okay. Was ist mit dem Flieger? Was muss ich mit dem Flieger machen? Ach, Teddy, ganz ehrlich, du nervst mich. Was machen wir mit dem Flieger? Ich will den fliegen lassen. Vielleicht nach draußen. Können wir den da irgendwie so... so... wusch! Nee, anscheinend nicht. Schade. Ah, das ist doch bestimmt irgendeine Errungenschaft. Das habe ich im Urin. Mann. Können wir nicht da hoch... doch, können wir da... können wir da hochwerfen? Aber es wird direkt wieder zurückgeschleudert. Ich möchte versuchen, den mitzunehmen. Also bitte lasst das jetzt da oben drin, Leute. Och, Teddy. Ganz ehrlich. Geh mir nicht auf den Sack, indem du da... davor stehst. Mann. Nein. Och. Ach, weißt du was? Dann leg mich doch. Das ist bestimmt eine Errungenschaft. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe Teddy vergessen. Aber Teddy kann auch alles von alleine machen. Weil Teddy ist ja cool. Teddy braucht ja niemanden. Oh, okay. Okay, okay. Ich dachte gerade schon, das schafft... ah, Moment. Ich sehe gerade was. Muss ich Teddy jetzt darüber werfen? Obwohl, geht das überhaupt? Moment, wenn Teddy da gar nicht rüber will. Moment, ich gucke erstmal oben, was da jetzt eigentlich passiert ist. Weil hier müssen wir ja anscheinend auch noch so ein Ding reinmachen. Moment, Moment. Und da höre ich jetzt nur das Geklapper von oben, ne? Ah, okay, das Teil dreht sich jetzt. Ich meine, war jetzt keine Überraschung, ehrlich gesagt, aber hier können wir noch rüber. Die Frage ist nur, bringt uns das was? Anscheinend nicht. Okay. Gut, dann halt nicht. Bringt uns das jetzt irgendwas, dass das Ganze sich dreht? Wenn ich mich da jetzt runterfallen lasse, bin ich tot, oder? Nehme ich mal stark an. Also müssen wir wahrscheinlich doch unten weitermachen, denke ich. Ich würde jetzt gerne B drücken, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann runterfalle. Also muss ich wahrscheinlich unseren Teddy, der nicht mehr mitgekommen ist. Hallo Teddy? Teddy? Darüber werfen. Gut, dann halt eben nicht. Ich probiere es erstmal selber. Wahrscheinlich brauche ich Teddy jetzt trotzdem. Und die faule Sau will einfach nicht. Oh, komm, halt dich fest. Oh Gott. Okay, was ist mit dir? Da kann ich nichts machen. Kann ich nicht festhalten oder runterwerfen oder so. Ja, natürlich brauche ich Teddy jetzt hier. Wo ist Teddy denn? Das ist doch nicht wahr. Ey, dieser Teddy hat es auf mich abgesehen. Ich schwör's euch, der hat es auf mich abgesehen. Ich kann das Ding ja jetzt nicht alleine darüber machen. Wo ist dieser selten dämliche Teddy jetzt hin? So, ich muss mich jetzt mal umbringen lassen. So, Teddy. Kriegst du es vielleicht auf die Reihe? Jetzt muss ich dich darüber werfen, oder was? Oder kommst du... ach, jetzt kriegst du es hin, bei mir auf den... das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Jetzt kriegst du es hin, bei mir auf den Kopf zu hüpfen, ja? Die ganze Zeit kriegst du es nicht hin. Also über die Intelligenz dieses Teddys müssen wir uns echt nochmal unterhalten. Das ist wirklich... es geht auf keine Kuhhaut im Moment. So... oh, halt dich fest, halt dich fest. Ich weiß, der Teddy ist schwer, aber du schaffst das. So. Teddy, komm mit.
Wir müssen unbedingt das Ding hier machen. So, du gehst daran. Ich versuche auf der anderen Seite zu drücken. So. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir dann eine Etage immer höher müssen mit dem. Das heißt, wir können jetzt hier wahrscheinlich, ja, klettern. Okay. Ja, ihr wisst, wie warm es jetzt gerade hier drin ist. Unheimlich warm und ich habe eine Sommergrippe. Es ist einfach zum... Naja. Teddy, was machst du, wenn du da oben hingehst? Und was kann ich hier machen? Dann komme ich da irgendwie so dran? Ah ja. Ob mir das was bringt, weiß ich noch nicht. Ach doch, ich halte es für ihn jetzt offen, ne? Moment, wie lasse ich jetzt los? So. So, Teddy. Dann geh mal dahin. Dann komme ich hier hoffentlich. Hoffentlich hoch. So, komm. Komm wieder zu mir. Okay. Es ist nur die Frage. Achso, das hält. Okay. Dann ist es keine Frage. Dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Teddy, du gehst daran. Und dann haben wir Stufe 3. In der Hoffnung, dass das jetzt die letzte Stufe ist. Ich muss wirklich so rüber, oder? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso klappt das nicht? Mann! Nein, ich will nicht den Teddy haben. Hallo! Ich will da nur so ein blödes Ding hier erwischen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Das kann doch nicht so schwer sein. Ohne Scheiß jetzt. Die nachfolgenden Sendungen können sich nur noch um Stunden. Können nur noch um Stunden, ja, verschieben. So. Muss ich das mit dem Moment machen, wenn das da rein? Das kann doch nicht sein, oder? Nein, tut's nicht. Alter, das ist doch nicht normal, wie oft man da dran springen muss, ganz ehrlich. Hallo? Ach so, ich muss das unten noch rausziehen. Ah, ja. Okay. Ich habe ja jetzt die Hälfte quasi gar nicht gemacht. Diese nicht vorhandenen Checkpoints sind alle so ein bisschen komisch. Ich habe das Gefühl, dass wir da in die Freiheit kommen und ich komme. Du Arsch! Was hast du da gemacht? Gib mir einfach Teddy die Schuld. Ich war es nicht. So, komm rüber. So. Aber ich verstehe nicht, warum das hier nicht funktioniert, ganz ehrlich. Oder muss ich einfach nur stehen und... Nein! Das ist doch nicht normal. Oder liegt... Moment. Oder liegt das da dran? Ich habe Teddy getötet. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh Gott. Ah, endlich. Nein, willst du mich denn... Ich weiß natürlich nicht mehr, wo ich gestanden habe und nichts. Meine Stimme lässt auch gerade komplett nach. Also ich würde ehrlich gesagt gerne auch mal einen kleinen Cut machen jetzt. Aber nein, nichts funktioniert. Ich habe Teddy umgebracht. Der ist aber dann zum Glück wiedergekommen wie so ein Psycho-Zombie-Teddybär. Dann habe ich uns beide umgebracht, weil der Typ wieder mal nicht festhalten kann. Oh, es ist doch nicht wahr.
So. Jetzt aber. Oh mein Gott. Komm, Teddy, wir müssen nach oben. Schnell. Bevor noch irgendwas anderes passiert. Das Flugzeug ist wieder da. Ich schmeiße es jetzt hier raus. Mal gucken, was passiert. Okay. Gibt leider auch keine Errungenschaft. Schade. Vielleicht ist das einfach nur Verarsche, sag ich mal. Vielleicht hat das auch irgendeine Bewandtnis. Vielleicht hätten wir es jetzt mitnehmen müssen. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal raus. Neuer Erfolg. Teddy, vertrau mir. Wir können fliegen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das jetzt machen sollen. Das sieht mir doch sehr gefährlich aus. Ich würde einfach mal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und den Sprung in die Freiheit dann in der nächsten Folge sehen werden. Oder vielleicht auch nicht die Freiheit, weil sonst wäre das Spiel ja schon zu Ende. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.